Das muss mein Schraubenschlüssel gewesen sein. Aus Versehen natürlich. Ich versuche gerade, ihn wegzukriegen. Jupiter soll doch richtig gut aussehen, so wie unsere neue Dampfeisenbahn. Ach, halt so wild, Quidlington. Jupiter ist ein Löschfahrzeug. Da gibt es schon mal die eine oder andere Schramme. Und daher möchte ich Sie alle um einen großen Applaus für Pontypandys neue und blitzend glänzende Dampfeisenbahn bitten. Ja, so mache ich's. Oh je. Keine Sorge, Jupiter. Gleich wirst auch du wieder ganz so aussehen wie neu. Du kriegst jetzt ein bisschen neue Farbe. Oh nein! Jupiter, ich habe aus Versehen die gelbe Farbe benutzt. Jetzt hast du einen Fleck statt eines Kratzers. So, das hätten wir. Makellos. Wie kommt ihr zwei so voran? Fast fertig, Großvater. Hervorragend. Bald kommen sicher auch die ersten Passagiere. Ah, jetzt noch ein bisschen Kohle und dann kann es losgehen. Oh nein, die Wimpel da sind abgerissen, Sarah. Ich sag Großvater Bescheid. Nein, das können wir auch allein. Du hältst die Leiter. Ich komm nicht ganz ran. Ich muss mich ein bisschen strecken. Sei vorsichtig, James. James! Schon bist du wieder unten, James. Tut mir leid, Großvater. Ich hätte dich um Hilfe bitten sollen. Keine Sorge, James. Bleib du hier stehen, ich mach das schon. Oh, es tut mir schrecklich leid, Jupiter. Dieser fabelhafte Neuzugang bei den Fahrzeugen von Pontypandy wird also, sie... Also, ich bin mir nicht sicher, ob fabelhaft ausreicht, Sam. Wie wäre es denn mit phänomenal? Oder bewundernswert und ganz prächtig? Nein, jetzt hab ich's. Glorreich und majestätisch. Also, ich danke schön, aber diese Worte sind für mich ein bisschen zu ausgefallen. Ich weiß nicht mal genau, was diese Worte bedeuten sollen. Aber hör gar nicht hin, Jupiter. Sam... Ob du deine große Rede wohl an irgendeinem anderen Ort üben könntest? Irgendwo, wo Jupiter dich nicht hört? Oh, Entschuldigung, Elvis, natürlich. Aber ich bin sicher, dass das Feuerwehrauto weiß, wie wichtig es für uns alle ist. Ich bringe dich schon wieder auf Vordermann, Jupiter. Keine Sorge. Hey, da kommen ja schon alle. Hey, Mom, haben wir den Bahnhof nicht schön geschmückt? Es sieht wirklich wundervoll aus. Gut gemacht, ihr zwei. So eine Dampfeisenbahn ist doch wirklich großartig. Oh. Moose Roberts könnte diesen Turm sicher auch ohne Plattform besteigen. Meinst du wirklich? Vielleicht, mag ja sein, aber er könnte niemals ein richtiges Feuer löschen, so wie Feuerwehrmann Sam. Sicher nicht, Elvis. Aber dafür hat Sam auch kein Buch über seine tollen Abenteuer geschrieben. Oh, Penny, da bringst du mich auf eine Idee. Ich werde einfach ein Buch schreiben, und zwar über Feuerwehrmann Sams aufregendste Rettungsaktionen. Ja! Ich glaube, langsam habe ich den Bogen raus. Eigentlich habe ich auf dieses Bergsteigen gar keine Lust mehr. Oh, ich schon. Ich find's echt toll. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt wirklich bewiesen, was ihr alles so an der Kletterwand könnt. Doch so langsam wird es jetzt Zeit, dass ich selbst ein wenig trainieren gehe. Okay, dann hat jetzt jeder Zeit für sich selbst. Entweder ihr schaut euch das Ausstellungsgelände an oder ihr macht euch über eure Brote her. Ist gut, Frau Chen. Wo wirst du denn jetzt eigentlich genau trainieren gehen, Moose? An der Nordwand des Pontypandy-Berges. Da klettere ich fast an jedem Tag, weißt du? Wow! Und du kommst bitte recht bald wieder hier hoch, einverstanden? Du bist eine geborene Bergsteigerin. Klar, auf jeden Fall. Dankeschön, Moose. Oh, ich würde auch so gerne den Pontypandy-Berg besteigen. Er sagte, ich wäre zum Bergsteigen geboren. Wenn ich ihn einhole, vielleicht lässt er mich dann ja mitklettern. Also, Sam, ich recherchiere hier gerade für mein Buch. Der Titel ist Mutig durch und durch. Und das Buch handelt nur von dir. Ein Buch über mich? Aber wer soll das denn nur lesen, Elvis? Außerdem wäre es sehr kurz. Oh, da irrst du dich, Sam. Ich werde darin nämlich über deine mutigsten Rettungsaktionen schreiben. Das wird sicher ein total aufregendes Buch. Als erstes könnte ich darüber schreiben, wie Normans Fuß in einem Eimer feststeckte. Ja, aber ich riet ihm dann doch nur, seinen Schuh auszuziehen. So aufregend war das gar nicht. Oh. Also, ich fand das sehr aufregend. Oh, aber nur keine Sorge, Sam. Ich wette, mir fallen noch jede Menge andere mutige Taten von dir ein. Oh nein! Ich hab ihn verloren! Moose! Moose!
gibt's wohl nur noch einen Weg und der führt nach oben. Jetzt hab ich's, Sam, jetzt hab ich's. Weißt du noch, wie du Wolli das Schaf damals aus dem Trainingsturm gerettet hast? Das war nur eine Übung, da ist nichts besonders Mutiges dran. Ja, Feuerwehrfrau Morris. Ich habe gerade gelesen, wie Moose einen vereisten Berg mit 3 Zahnstochern bezwungen hat. Oh. Und zwar ohne jede weitere Hilfe. Ich weiß, was für ein überaus mutiger Knabe. Wenn mir doch wenigstens ein paar von Sams mutigen Rettungsaktionen einfallen würden. Ach, herrje. Dann werde ich den Kessel jetzt unter Dampf setzen, damit wir starten können. Oh nein, wie blöd! Der klebrige Kleber ist überall! Quirtlingchen, wo bleibt denn nur der Tee? Oh nein, schnell! Ich muss den Becher reparieren, bevor Hauptfeuerwehrmann Steel merkt, was los ist. Ich bin gleich da, Sir! Ich habe auch einen Rauchmelder, genau wie du es gesagt hast, Sam. Ausgezeichnet. Wir testen, wie gut er funktioniert. Na, der klingt doch einwandfrei. Ja. Mike, du hast den Sicherheitscheck mit Auszeichnung bestanden. Großartig. Toll, dann koche ich jetzt das Wasser auf und wir trinken zur Feier eine schöne Tasse Tee. Ha! Das wird ihm doch wohl nicht auffallen. Quirtlingchen! Was sitzt du denn da rum? Und was ist hier eigentlich los? Und wo ist mein Tee? Naja, die Sache ist dies, Sir. Wieso hängt denn der Stuhl so an dir fest, Quirtlington? Ich habe Ihren Lieblingsbecher heil gemacht und da habe ich wohl zu viel Kleber benutzt. Das schlägt dem Becher den Boden aus. Dann werde ich dich jetzt wohl mal aus dem Stuhl ziehen. Fertig? Ja! Das hat gar keinen Zweck, der rührt sich kein bisschen. Oh, da ist ja überall Kleber auf der Lehne. Jetzt komme ich auch nicht mehr los. Wirklich ungeschickt. Das ist alles überaus aufregend. Na, so aufregend ist das nicht. Ich bin schon mit vielen Zügen... Norman! Tja, dafür freuen wir uns schon sehr auf die Fahrt, nicht wahr, Mandy? Oh ja, Mom. Sieh mal, da ist ja auch schon der Lokführer. So, meine Damen, einsteigen. Und Norman. Danke. Komm her, Butler. Du wartest schön im Garten, bis ich wieder zurück bin. Meine Thermoskanne mit Tee. Ich habe sie drin vergessen. Bremse angezogen. Das dauert ja nur eine Sekunde. Was war denn das für ein Zwischenleben? Anhalten! Nein! Halt! Komm zurück! Monster! Da ist das Pontypenninus-Monster! Oh, wie? Oh nein! Ganz sicher? Was hast du gesehen? Erzähl mal ganz genau. Ich hab das im Studio gesehen. Na und dann haushohe Fontänen aus Wasserspritzern und eine pechschwarze Flosse dazwischen. Und ich hörte so ein komisches Brrrr. Das ist ja großartig. Das ist es gar nicht. Das Pontypenninus-Gruselmonster ist wirklich lebendig. Ja. Das wird die Leute bestimmt brennend interessieren. Gwendolyn, Sarah hat eben das Pontypenninus-Monster gesehen. Oh, Charlie, Sarah hat eben das Pontypenninus-Monster gesehen. Mom, Sarah hat das Pontypenninus-Monster gesehen. Da oben am Bergsee. Oh, das existiert doch gar nicht. Nicht wahr, Dillis? Haben Sie gehört? Das Pontypenninus-Monster ist im See. Was höre ich da gerade? Das Pontypenninus-Monster ist im Bergsee. Also ist es wieder da. Ja, da kommen die Schaulustigen sicher in Scharen. Na, das ruft nach eingehender Überprüfung der Sicherheit. Ich geh schon. In Ordnung, Quirtlington. Aber denk immer dran, das ist eine offizielle Mission. Alles gut, Penny? Ja, Sam, aber ich freue mich, wenn wir mit der Teambildung fertig sind. Alle einsteigen, bitte. Wartet auf mich. Schließlich will ich auch das Monster sehen. Ich meine, natürlich die Sicherheit der Besucher am See überprüfen. Es hält immer noch nicht richtig.
Da werden wir wohl noch mehr Holz brauchen. Es klappt. Mein Plan funktioniert. Ich entdecke das Monster als Erster. Hallo, Großvater. Wirst du jetzt noch mehr Besucher hierher holen? Das werde ich, Sarah. Was für ein wunderbarer Tag heute doch ist. Bis gleich. Ja, bis gleich, Großvater. Wie hat denn das Monster ausgesehen? Ja, hat es auch spitze Zähne? Wo hast du es gesehen? Ja, das war, dort. Wo denn? Da, ja, echt. Da ist es auch schon wieder. Was zur Bärentatze ist denn jetzt los? Wartet! Der Steg hält das nicht. Hey, der Steg muss erst repariert werden. Oh, was ist das? Wir schwimmen ja. Und zwar zu dem Monster. Ach, du dicker Holzwurm. Hören Sie das? Das Monster ist direkt unter uns. Oh, Trevor. Vorsichtig. Oh. Sarah, hat sich etwa das Monster auch so angehört? Seht ihr? Sarah hat's vor Angst die Sprache verschlagen. Die Geräusche des Monsters kennt sie nur zu gut. James! Denn er ist Jim Brandt, ja Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam!